Vor rund 20 Jahren begann die Konzeption und Planung zu einem der einzigartigsten Museen in Europa. Das Museum Art & Cars in Singen, das dieses Jahr sein 5-jähriges Bestehen feiert. Auf der Retro Classics 2018 blickt eine Sonderausstellung auf die letzten 5 Jahre zurück. Das MAG-Museum zeigt Fahrzeuge und Kunstwerke aus den vergangenen 6 Ausstellungen. Alleine das Design des MAG ist eine Sensation. Nicht umsonst bezeichnen die Fachkritiker das Museum als das Bilbao am Bodensee. Angelehnt ist die Architektur an die direkt hinter dem Museum auf einer Anhöhe zu sehenden Burg Hohentwiel. Neuartig für ein Kunstmuseum sind die runden und erdfarbenen Wände. Wir waren natürlich alle etwas nervös, ob das wirklich auch so gut ankam, was wir in dem Kopf hatten und wo alle Kunstkritiker immer gesagt haben, Auto und Kunst, das bringt man nicht zusammen. Und Kunst auf runde Wände, das geht sowieso gar nicht. Man kann das nicht so hängen. Und im Dunkelraum, um Gottes Willen, das muss Tageslicht sein. Da haben wir ja uns überall gewehrt und haben gesagt, also wir machen das jetzt so, wie wir das einfach möchten. Und wir haben recht gehabt. Es kommt sehr gut an. Die Leute sind begeistert, ist für jeden was dabei, der gerne mal rumschaut. Das Museum hat auch die richtige Quadratmetergröße. Das Gebäude ist von der Architektur her eine Hommage an Singens größte Burg, die in Reichweite, fast in Griffweite zu diesem Haus liegt. Es ist heute die größte Burgruine Deutschlands, hat eine große Rolle im Dreißigjährigen Krieg gespielt und es wurde im Endeffekt die letzte Idee, die wir architektonisch verwirklicht haben. Es gab architektonische Ideen mit fliegenden Untertassen, mit Bauhausstil, mit Zylindern, Kugeln, alle denkbaren Formen, die für ein Museum aber ungeeignet waren und die vor allem hier in der Aachaue in Verbindung mit dem Hohentwiel erst recht ungeeignet waren. Bereits die allererste Ausstellung Schlafende Schönheiten zeigte eindrucksvoll, dass sich Automobildesign und Kunst sehr gut verbinden lässt. Zum Start des neuen Treffpunkts mit Café, Restaurant und Biergarten für Kunst- und Automobilinteressierte stehen sich ausgewählte Werke von Künstlern mit Weltruf wie Otto Dix oder Erich Henkel aus der Sammlung der Stiftung und unbezahlbare Preziosen aus der berühmten elsässischen Schlumpfkollektion gegenüber. Jedes Exponat, aus den Depots befreit, sozusagen wachgeküsst, erzählt seine eigene Geschichte. 8 Fahrzeuge aus, die aus der Reserve sind, der Kollektion Schlumpf, der GT del Automobil in Mulhouse. Es handelt sich um Fahrzeuge, die unrestauriert sind. Also sie waren nicht im Zustand, dass sie im Museum der Gebrüder Schlumpf hätten aufgenommen werden können. Wir haben 8 Fahrzeuge, leider nicht mehr, weil wir auch nicht mehr oder nicht viel mehr Platz hätten. Und haben da einen schönen Querschnitt zusammengestellt von einem Kleinwagen, einem Peugeot BB. Torpedo von 1913 über Rennwagen, Mercedes Silberpfeil von 1939, aber auch den Bugatti Typ 251 bis hin zu einem Glanzstück, das bei mir hier hinterm Rücken steht, der Isotta Fraschini von 1926. Zum ersten Mal weltweit werden die Werke aus der Serie Cars des Pop-Art-Königs Andy Warhol und die darauf porträtierten Oldtimer von Mercedes-Benz gemeinsam ausgestellt. Eine fantastische Show, die zeigt, wie nahe Kunst, Kultur und Automobil einander sind. Die Diskussion, die wir oft führen, hat eigentlich
Automobildesign mit Kunst zu tun. Und zwischenzeitlich ist die Frage, glaube ich, geklärt. Beides stammt aus dem Design heraus, aus dem Zeichnen heraus, ob Automobil, ob Kunst oder ob Siebdruck von Warhol. Als Andy Warhol den Auftrag von Daimler bekam, zum 100. Geburtstag des Automobils die Geschichte des Autobauers von 1886 bis zum damaligen Zeitpunkt auf seine Art zu dokumentieren, waren 80 Bilder geplant. Zur Vollendung kam die Serie nie, da der Künstler verstarb. Fertiggestellt wurden im Januar 1987 die ersten 8 Typen in jeweils 2 Versionen, als Einzel- und Mehrfachdarstellung. Es ist was Einmaliges und ich bin immer aufs Neue begeistert, wenn ich morgens wieder zu den Kunstwerken, ob Warhol oder ob Originalfahrzeug komme und sie auf mich einwirken lassen kann. Und gleich geht es auch Gott sei Dank all unseren Besuchern. Warhol selbst fuhr nie Auto und hatte dennoch eine lebenslange künstlerische Nähe zu Fahrzeugen. Spätestens seit 2 andere Warhol-Originale, nachdem sie jahrelang in einem Aachener Spielcasino hingen, nun bei einer Auktion von Christie's in New York mit einem Verkaufspreis von rund 150 Millionen Dollar versteigert wurden, ist das Staunen im Mattmuseum bei der Ausstellung Andy Warhol Cars noch größer. Das Highlight steht direkt vor mir. Ich finde den Stromlinienwagen als Designstück und als Freund der Kunst für das absolute Optimum. Die Andy Art Cars war eine ganz, ganz spannende Ausstellung, weil sie im Prinzip vom Gegensatz gelebt haben, einmal vom Gegensatz, dass keine Kunst an den Wänden hing, die der Besucher im Prinzip erwartete, sondern dass die Kunst eben auf dem Trägermaterial Blech des Autos vollzogen wurde. Und interessanterweise, dass Künstler, die an sich durch Druck und Siebdruck weltbekannt wurden, wie Warhol, das Auto nicht mit Siebdruck behandelt haben, sondern tatsächlich eines der wenigen Male, wo Warhol mit dem Pinsel ein Objekt bearbeitet bzw. gemalt hat. Anfang Mai 2016 war es wieder soweit. Die 4. Ausstellung des Museums Art & Cars in Zingen, Caro di Memoria, wurde eröffnet. Dieses Mal geht es um die Werke des weltbekannten italienischen Künstlers Mandazzi. Die Ausstellung trägt den Namen Caro di Memoria, Wagen der Erinnerung. Die ausgestellten Fahrzeuge greifen dieses Thema auf, denn kaum jemand wird sich an diese Exemplare italienischer Hersteller erinnern. 2 absolute Besonderheiten sind der kleine Cattaneo Drossi, ein umfunktioniertes Spielzeugauto mit einem kompressorgeladenen Vierzylindermotor von Peugeot, das eine Höchstgeschwindigkeit von rund 110 km pro Stunde erreicht, und der Monaco Nardi Modell Gigi Bio, Baujahr 1932, benannt nach dem Dackel von Augusto Monaco. Er konstruierte diesen kleinen Rennwagen mit einem Zweizylinder-V-Motor zusammen mit Enrico Nardi, Massimo Lancia und Guido Aimini. Monaco erreichte mit diesem Fahrzeug Spitzengeschwindigkeiten von ca. 180 km pro Stunde. In der oberen Etage des Museums sind die Werke von Marcello Mandazzi ausgestellt. Seine Werke, darunter das Werk, an den sich der Titel der Ausstellung anlehnt, der Wagen der Erinnerung. Inszeniert mit Licht entfalten die Kunstwerke eine ganz besondere Wirkung. Sie leuchten ähnlich wie im Unbewusstsein verborgene Erinnerungen, die plötzlich zum Vorschein kommen. Die nächste Ausstellung, Farbe, Form, Geschwindigkeit, kam so zustande, dass wir einen Kontakt hatten mit einem Galeristen, der Hermann Wiel vertreten hat. Er hat eine sehr große Kollektion aus der Sammlung. Und er war schon über 2 Jahre immer bei uns und hat gesagt, er möchte hier gerne ausstellen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mal zusammen. Und so ist diese Ausstellung entstanden.
Die Ausstellung Farbe, Form, Geschwindigkeit, Jaguar trifft klassische Moderne, spiegelt den Zeitgeist der 1950er und 1960er Jahre wider. Automobile und Kunst verkörpern mit ihren Strukturen und ihrer Art den jeweiligen Zeitgeist. Zu den außergewöhnlichen Werken des Malers Hermann Wiehl gesellen sich besondere Fahrzeuge von Jaguar. Im Mittelpunkt der Stilentwicklungsgeschichte der britischen Fahrzeugmarke stehen besondere Highlights. Etwa der lang verschollene Rennwagen Jaguar Lister Nobly, Baujahr 1958, der zufällig in einer Scheune in den USA wiederentdeckt wurde. Lyons, der Besitzer des Wallace Sidecar & Coach Building Company, erkannte den Erfolg und baute ab 1931 auch auf der Basis des Austin 10 die formschönen Swallow Saloons auf, wie das im ersten Raum gezeigte Geschwistermodell. Gleich daneben ist auch das Modell zu sehen, das erstmals offiziell den Namen Jaguar trug. Ein Sechszylindermodell, das auf der Basis eines Standard Models aufgebaut wurde. Die aktuelle Ausstellung Pop Art and Cars James Francis Gill gilt derzeit als bedeutendste Museumsausstellung Europas. James Francis Gill wurde 1934 in Tacoma, Texas geboren. Seine Werke prägten die US-amerikanische Kunstszene der 60er Jahre. Seine Werke wurden zeitgleich mit Andy Warhol, Edward Hopper und Roy Lichtenstein ausgestellt, allesamt prägende Künstler der Pop-Art-Szene. Gills Werk Marilyn Triptych ist im Museum of Modern Arts in New York ausgestellt. Die Ausstellung über James Francis Gill im MAC-Museum zeigt eine umgreifende Zusammenstellung seiner frühen Werke, die noch nie außerhalb der USA gezeigt wurden, und auch das bislang größte Marilyn Monroe-Porträt. Dieses Werk und ein Bild eines Silberpfeils malte Gill exklusiv für diese Ausstellung. Im Dunkelraum sind drei Indianapolis Indy 500 Rennwagen inszeniert. Der Lucenti, Curtis Craft und Mercedes-Benz sind zwar nie in einem Rennen gegeneinander angetreten, werden aber durch die Atmosphäre und die Bilder von Gill perfekt miteinander verbunden.